Hallo Leute, nennt mich Eso und willkommen zu diesem Video. Als erstes will ich sagen, ich war oder bin krank. Vielleicht hört man es an meiner Stimme, die klingt sehr aus der Nase gesprochen. Ja, ich bin auch sehr trocken um die Nase, also fragt euch nicht, was das ist. Ich zeige euch jetzt mal was. Kann mir jemand sagen, was das da ist? Heute in diesem Video werden wir die Alphabet-Make-up-Challenge machen. Ich habe das eigentlich bei niemandem gesehen. Ich habe nur immer den Titel gesehen, aber das Video eigentlich nicht wirklich. Ich bin nur bei jemandem nachschauen gegangen, wie genau das funktioniert. Aber ich habe mir gedacht, das ist eine richtig coole Challenge und ich möchte die auch machen. Deshalb mache ich sie auch. Und zwar für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert. Also ich habe ja eine Make-up-Routine, wo ich immer etwa dasselbe mache. Wir machen jetzt das in Alphabet-Reihenfolge. Also sagen wir zum Beispiel, Blush kommt dann erst, wenn der Buchstabe B kommt. Versteht ihr, was ich meine? Aha, ich hab's. Und zwar blende ich mal hier ein, was ich in der Reihenfolge so benutze. Und da ich momentan keine Foundation tragen darf oder einfach um die Nase überhaupt nichts auftragen darf, mache ich nur Concealer. Genau, jetzt machen wir das aber in Alphabet-Reihenfolge und jetzt blende ich hier euch mal ein, was die Reihenfolge ist vom Alphabet. Ich muss sagen, ich bin nicht so geschockt, weil das meiste geht eigentlich ganz gut auf. Genau, das sind die Regeln von diesem Video und wir fangen jetzt gleich mal an. Wir fangen an mit meinen Augenbrauen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich nicht. Nein! Nein! Gut, jetzt wo wir die Augenbrauenform haben, will ich sie noch umranden, denn dann sehen sie einfach viel sauberer aus und einfach viel schöner und definierter und Frauen mit Nägeln würden jetzt hier so leer machen. Dann nehme ich hier ein bisschen Concealer auf meinen Handrücken und einen kleinen Pinsel. Und dann nehme ich da ein bisschen Concealer auf den Pinsel und fange an, meine Augenbrauen zu umranden. Als nächstes kommt Blush in dieser Farbe hier. Als nächstes kommt Bronzer oder Contouring, wie auch immer. Als nächstes kommt Color Correcting. Egal, es geht noch okay mit dieser Reihenfolge, aber gibt irgendwie schon nicht ganz so Sinn, weil ich werde mit dem Concealer halt ziemlich viel von meinem Blush wegmachen, was nicht der Sinn der Sache ist, aber was ich an Color Correcting mache, ist eigentlich nur ein bisschen Rot unter meinen Augen, denn da habe ich Augenringe. Heute sind meine Augenringe okay, sie sind nicht so stark, aber heute möchte ich einfach mal meinen Lippenstift benutzen und das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt Experimente in einem Video. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber ja, ich mache das jetzt. Ich sehe wortwörtlich aus, als wäre ich beschlagen worden. Oh Mann. Jetzt kommt Concealer. Mit einem Pinsel trage ich meinen Concealer auf. Ich glaube, heute ist auch besser, wenn ich meinen Beauty Blender dazu nutze. Oh Mann, was habe ich getan? Warum bin ich so rosa? Mein Concealer ist richtig scheiße, wie es aussieht. Ich nehme mal einen anderen Concealer. Seht ihr, ich habe keinen Blush mehr. Es ist rosarot. Es ist rosarot. Egal. Wir machen einfach genau dasselbe auf der anderen Seite, damit meine Augen gleich aussehen, auch wenn es nicht gerade bombastisch aussieht. Gut. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten. Und zwar ist das Highlighter. Ich habe gar keinen Blush mehr, aber wir machen das Highlighter drauf. Und hier im Augenwinkel auch noch. Gehen wir weiter zum Lidschatten. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist, Lidschatten aufzutragen, während mein Concealer nicht gesettet ist. Aber gut.
Das ist die Challenge. Ich weiß gar noch nicht, was ich schminken soll. Aber wir machen mal ein Make-up mit der Heat-Palette. Ich weiß, die ist nicht mehr fresh und neu. Aber Leute, ich habe kein Money, um neue Paletten zu kaufen. I'm sorry. Ich setze jetzt mal einfach das Hellste auf das ganze Lid. Ziemlich ein rötliches. Dann nehme ich noch etwas Dunkleres. Ich finde, man kann mit einem Pinsel richtig viel schminken. Aber nur wenn sie frisch gewaschen sind und keine andere Farbe drin haben, kannst du immer dunkler und dunkler und dunkler werden. Ich benutze mega oft immer nur so wenige Pinsel beim Schminken. Aber ich habe trotzdem ein paar. Hätte ich das zuerst machen sollen? Vielleicht habe ich es gemacht. Nein. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bells ring. Na 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 na. Singt ihr auch immer Weihnachtslieder? Mein Concealer ist nicht gesettet. Gut. Tut mir leid. Wir haben mein Augen-Make-up hingekriegt. Es sieht auch ganz gut aus, finde ich. Wir machen jetzt weiter mit Mascara. Ich habe gerade gemerkt, dass ich vergessen habe, meine Lippen aufzuschreiben, weil ich die halt selten mache. Oh, ich fange an zu bluten. Ich male noch kurz meine Lippen an, einfach damit sie auch irgendeine Farbe haben. Bin ich so der Lippenmensch, deshalb habe ich das jetzt nicht aufgeschrieben, aber wäre ja eigentlich völlig egal, in welcher Reihenfolge ich jetzt meine Lippen anmalen müsste, also von dem her. Ich mache jetzt mal meine Haare und ziehe mich vielleicht auch gerade um. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit meinem ganz fertigen, hundertprozentigen Look. Aber das ist schon mal das Make-up. So Leute, hier ist das Endergebnis mit gemachten Haaren und einem anderen T-Shirt. Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Make-up, für das, dass die Reihenfolge schon ziemlich anders war und nicht wie... Oh, Moment! Wisst ihr, was ich gerade gemerkt habe? Ich habe gar nie Puder aufgetragen. Aber irgendwie brauche ich es auch nicht. Wir lassen das Puder einfach aus. Ich habe es total vergessen. Ich habe die ganze Zeit darüber geredet und dann vergessen. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen dicken, fetten Daumen nach oben. Abonniert, um mehr Videos zu sehen. Und vergesst nicht, die Glocke zu klicken, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen. Und man sieht sich beim nächsten Video dann wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine rosige Zeit. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Tschüss.